Nachdem ich in der letzten Woche ja doch den einen oder anderen auf Relikte hochgezogen habe, sprich Kylo Ren und Bossk, ist natürlich heute nicht viel passiert, eine Woche später, aber dennoch möchte ich euch über den aktuellen Stand auf dem Laufenden halten. Ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Folge von Star Wars Galaxy of Heroes von 0 auf Galaktische Legenden 761. Ja, 761 Tage bin ich bereits mit diesem Account am Tag. Okay, es waren vielleicht der eine oder andere Tag mehr, aber insgesamt sollten es so 761 Tage sein. Ja, und ich stehe nicht weit davon entfernt, wie es ausschaut mit der nächsten galaktischen Legende. Denn wir schauen heute natürlich ein bisschen weiter, ganz klar. Reiseführer, galaktische Legenden. Und zwar ist ja meine Supreme Leader Kylo Ren. Und es 6 Stück habe ich ja schon komplett abgeschlossen. Und der einzige große ist noch Kylo Ren auf Relikte 7. Die anderen sind alles kleine Relikte. 5, 3, 5, bis auf die Finalizer. Aber die Finalizer werde ich auch noch dann dementsprechend schaffen. Die zeige ich euch mal. Die Finalizer auf 5 Sterne. Die ist jetzt aktuell noch gar nicht vorhanden. Ganz klar, geht natürlich nicht, aber die werde ich natürlich dann auch bei Zeiten schaffen. Ich werde erstmal die ganzen Charaktere hochziehen und die Finalizer dann zu dem Zeitpunkt auch machen. Wenn sie das nächste Mal dran ist, also hier ist jetzt noch nichts geplant, aber die Redis kommt jetzt dann und die Finalizer wird dann dementsprechend dann auch noch kommen. Aber das ist halt in der Pause passiert, wo ich halt nichts machen konnte, wo ich dann einfach nicht dazu gekommen bin, dass ich da jetzt halt die freischalten konnte. Habe ich auch komplett übersehen, habe ich aber letzte Woche auch schon in dem Video gesagt. So, meine Belohnung schnell, damit ich meine Kristalle noch abgreifen kann. So, das ist wieder mal eine ganze Menge an Belohnungen. Das ist ein bisschen viel. So, jetzt haben wir es. So. Warum ist das hier? Verteidigung bearbeiten? Hä? Bin ich in Bronzium wieder aufgestiegen? Nein, bin ich nicht. Oh, bin ein bisschen abgerutscht. Es spielt keine Rolle. Trupp entfernen. Tun wir doch diesen entfernen. Egal. Ich muss es ja auch dazu sagen, die Grand Arena ist mir eigentlich wurscht. Das Einzige, wofür ich die Grand Arena noch nutze, ist für Kristalle. Welche Stufe ich momentan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Das interessiert mich jetzt wirklich nicht die Bohne. Und zwar, das Hauptproblem, warum mich das jetzt nicht mehr interessiert, das sage ich euch auch ganz klipp und klar, sind diese scheiß Datacons. Die nerven. Die nerven mich so richtig. Die hätten sie gar nicht einführen müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was komplett sinnlos ist. Ja, der erste läuft bis zum 5.10. Da ist der fortwährende Codex. Ja, super. Weil das eine Problem ist, dass sie nur für diesen Bereich sinnvoll sind. Und das zweite Problem, und das ist das, was mich wirklich nervt, du bekommst die Materialien gar nicht mehr auf einen normalen Standard. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich das über diese Tokens mache, die ja das, was ja eigentlich da sinnvoll ist, bekommst du nur einen kleinen Teil. Ja. Einen kleinen Teil. Okay, da kriegst du jetzt 500 vom Geld. Das machen wir jetzt mal, das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Aber hier, schau mal, da brauchen wir schon wieder 10.000 für 100.000.
Und dann hier, das hier, okay, sagt kein Mensch was, das ist 699, aber da haben wir schon wieder 1950. Das heißt, das hier muss ich komplett auf, das heißt, diese Teile hier kriege ich so gut wie nicht und du kriegst auch nur 25. Du brauchst aber wesentlich mehr. Was heißt das auf gut Deutsch? Ich nehme mal die alle mit. So, wieder hier, 25. Und den Rest kriegst du nur über Kristalle. Was heißt das auf Übersetzung? Das hier. Du musst Kristalle einsetzen, damit du Kristalle verdienen kannst. Das ist der ganze Grund, warum mich das nervt. Vorher, bevor die Datacons eingeführt sind, hast du noch eine gewisse Chance gehabt, dass du ohne Kristalle einigermaßen weit gekommen bist. Da hast du es ein bisschen vernünftig hingekriegt. Jetzt hat mit diesen Eis-Datacons bist du nur noch am, müsstest du nur noch löhnen. Und deswegen habe ich, das ist genauso mit den galaktischen Legenden, deswegen werdet ihr bei mir nie eine galaktische Legende der Verteidigung vorfinden. Auch wenn ich da dadurch auch Verluste erlebe. Okay, das ist d'accord, weil die sind ja wenigstens noch, die schauen wenigstens noch gut aus, mit denen macht es auch Spaß zu kämpfen und so weiter und so fort. Easy, das ist in Ordnung. Das sind ja auch für den Angriff nutzbar und so weiter und so fort. Alles d'accord. Das Problem mit den Datacons ist, es verändert das komplette Spiel. Ich habe das im großen Account gemerkt. Nur ganz kurz eine kleine Info. Ich habe da mein im großen Account. Momentis Imperium. Also, ihr seht hier, das ist jetzt das Sis Imperium hier an dieser Stelle. Also, ich hatte Darth Revan auf Relikte 7. Das ist am großen Account klar. Darth Malik ist Relikte 7. Bastila Shan 4. HK 47 4. Ich hatte das Revan auf einer Geschwindigkeit von 340. Also ist nicht langsam. Ist wirklich nicht langsam. 340. Melek, so 280, 290 sollte er gewesen sein. Bastila schon über 300. Und HK 47 und der Truppler waren die. Was waren die denn? 200, 220 und der Truppler des Sith-Imperiums liegt bei, oh mein Gott, wie war der? Wie gesagt, aber die Geschwindigkeit ist in diesem Fall ja uninteressant. Der Gegner hatte eine Darth Revan mit 245, die waren alle langsamer, alle so wie sie durch die Bank waren. Die waren extrem langsam. Hat dann Datacron aber mit Stufe 8. Die haben mein Team weggewischt, wie gar nichts. Ich konnte gar nichts machen. Ich bin einmal dran gekommen und danach war das Team weg. Ist das sinnvoll? Da bemühst du dich, dass du hier vernünftige Werte für einen Darth Revan bekommst. Ja, da knallt sich mit Geld einfach ein Datacon drauf, interessiert ihn an Scheiß, was da ist und dann verliert er dann nichts. Das langweilt. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich bin der Letzte, der über Star Wars Galaxy Virus was Schlechtes kommen will, aber die Datacons, das ist der größte Eis, den man finden kann. Sorry, aber dass ich mich jetzt da auslassen musste. Aber damit ihr auch wirklich seht, dass das mit denen wirklich keinen Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht wirklich keinen Spaß, mit den Datacons zu arbeiten. Und wie gesagt, du kannst Datacons auf der höchsten Stufe nur bekommen, indem du Geld reinsteckst. Und zwar nicht so knapp. Nicht so knapp. Es ist nur eine reine Gelddruckmaschine. Was anderes sind Datacons nicht. Und das lehne ich halt dementsprechend ab. Die galaktischen Legenden, okay, ja, sind auch Gelddruckmaschinen, ganz klar. Sagt auch, weil trotzdem, du kannst auch vernünftig kommen, vernünftig spielen ohne galaktische Legende. Klar. Aber Datacons sind nur reine Gelddruckmaschinen. Alles ist das nicht. Da muss ich sagen, hat die Capital Games vermutlich mal keinen allzu großen Gefallen getan, als sie das eingeführt haben. Ich bin mir sicher, da werden eine ganze Menge an Spielern abgesprungen sein. Und wenn die das sich nochmal sowas einfallen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen werde. Wenn sie sich nochmal so einen Scheiß einfallen lassen.
Data Consultant komplett rausnehmen und das alte System wieder mit reinführen. Ich kann euch eins sagen, das wäre der bessere Weg. Ich hoffe, man konnte mich jetzt gut hören. Ich habe die ganze Zeit vergessen, mein Mikrofon. Oh, aber normalerweise ist das Mikrofon gut genug, dass ich muss wahrscheinlich beim Schnitt das Ganze hinmachen. Ich habe es gerade erst gemerkt. Oh, Kollege, tu dich besser vorbereiten. Hei da daus, das ist ärgerlich. So, also meine Freunde, wie schaut's jetzt aus? Also, wir haben ja gesagt, wir wollen die Kopfgeldjäger, haben wir ja letzte Woche schon besprochen, die Kopfgeldjäger auf einen vernünftigen Stand haben, damit ich mir den 7-Sterne Chewbacca besorgen kann. Aktuell ist der ist hier unten, bei 100. Das heißt, die Kopfgeldjäger müssen da auf jeden Fall etwas höher stufen. Also, wir brauchen Boba Fett, da bin ich ja schon dabei, dass ich den habe. Da brauche ich aber noch diese drei Teile. Und wie ihr seht, die Cryotechs, da fehlen jetzt noch 57, bis dass ich den auf Relikte hochziehen kann. Dann würde das besser funktionieren. Aber die werden auf jeden Fall jetzt parallel dazu auch noch aufgebaut. Dann brauche ich hier unten, mit denen auf Stufe 10, das hier, da bin ich ja fehlen, da bitte mir nur noch 6 Teile. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Also, dann der nächste Kandidat. Den kriege ich jetzt auf Stufe 10. Jetzt schauen wir mal schnell, ob ich da irgendwas... Den machen wir jetzt auf Stufe 10. Den kriegen wir auch auf Stufe 11. Stufe 12 wird jetzt nicht funktionieren. Dafür brauche ich die Teile und die Teile. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, aber der ist jetzt auf Stufe 11, der Cad Bane. Dann kriegt er natürlich die ganzen Omegas, ganz klar. Anführerfähigkeit wird er nicht brauchen, aber kriegt er trotzdem einfach nur, dass er es hat. So, dann ist er soweit fertig und brauche ich natürlich noch Mods. Mein Gott, ich hoffe, dass sie das bald machen. So, dann brauchen wir natürlich auch den guten alten Dengar. Dengar hat diese Teile hier, die er braucht. Dann kriegt er die. Stufe 12 wird natürlich jetzt nicht funktionieren, weil ich ja die Teile hier brauche. Aber der muss auf jeden Fall das erreichen. Und ich gehe davon aus, in ein oder zwei Wochen, also entweder nächste Woche oder die Woche darauf, gewährt 3% Heilung und Schutz, wenn die Effekte dieser Fähigkeit. Okay, ja, das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Das ist für ihn ein gutes. Das ist in Ordnung, weil er kriegt 3% Schutz und Heilung, wenn irgendwas da funktioniert. Und wenn er einen kritischen Treffer bekommt, macht er sich unsichtbar. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kriegt er das hier. Ich tue mir das ja auch bereits verpassen. Dann kann ich es nämlich jemand anders geben. Und wir brauchen jetzt hier 100. Habe ich richtig gesehen? 150. Ja, okay. 200. 200 brauche ich von diesen Teilen hier. 200 von den Carpantis, von den Sensormatrix. Okay. Das ist ein Problem. Aber selbst das ist lösbar. Genau. Und hier brauchen wir noch 6 Teile. Bevor wir das machen, will ich erstmal in die Schiffe reingehen. Leute, da müssen wir noch ein bisschen vorankommen. Also. Wir müssen... Vergesse ich immer wieder. Aber ich sagte, vielleicht mache ich das noch, dass ich diesen Test mache. So, 2 Stück. Mit etwas Glück habe ich den nächste Woche auf 7 Sterne. Mit etwas Glück. So, Kylo Ren. Da haben wir einmal, zweimal und dreimal.
So, das funktioniert erst, wenn ich da weitere 8 Stück bekomme. Das heißt, ich muss ihn noch im Favoritenstatus lassen. Bald das ist, ist es durch. So, dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Da fehlen jetzt nur noch 5 Splitter, bis ich diesen Kandidaten auf 6 Sterne dann habe. Jetzt fehlen 3, also nächste Woche werde ich den auf jeden Fall... Nein, ich will das, weil ich will die Energie aufbewahren. So, dann den haben wir, aber da können wir jetzt 2 Stufen nach oben gehen. Genau, da brauchen wir jetzt dann auch nochmal welche, genug Teile. Wenn der dann dieses Teil fertig hat, kann ich die Xenoblade auch aus dem Favoritenstatus rausnehmen. Aber das ist die Fähigkeit, die braucht er unbedingt. Das ist so wichtig. Deswegen tue ich auch Cat Bane auf Gearstufe 12, will ich ihn auch haben, weil er hier allein in dem Event schon seinen Wert hat, damit er lang genug durchhält. So, Wraith. Dann hier. Das lassen wir jetzt weg. Das tun wir nicht machen. Und die galaktische Herausforderung. Schauen wir mal nach. Ah, da muss ich auf jeden Fall... Warte mal. Schauen wir mal nach, was er da sagt. 3 Druidenschiffe, okay. Helle und dunkle Seite, Kampf abschließen. Schließe den Kampf ab, den du 3-mal provozieren erhalten hast. Okay. Dann Separatisten brauchen wir. Dann brauchen wir ein Schiff der hellen Seite. Das stärkste, was ich habe, ist das hier. Wir, genau. Und dann tun wir das Schiff auch noch mit rein. Damit ich ein helle Seite-Schiff habe. Und abgesehen davon ist das ja auch ein Schiff, was keinen Piloten hat. Aber ich glaube, es gilt nicht als Druide. Muss ich noch schauen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich diese Mission schaffe. So, wichtig ist dieses Schiff, weil... So, dann... Dann einmal hier so. So. Genau, weil dann hat er schon mal Bastroiden drauf. Ich will die Bastroiden aber jetzt nicht zerstören. So, da hat der 3. So, jetzt können wir. Ah, dann kriegt der jetzt einen Satz Bastroiden drauf. Genau, weil dann wird der nämlich. So. Genau. So, dieses Schiff muss weg. So, das erste Hammer. So, jetzt kommt ein das wird wahrscheinlich... Moment, das ist aber ein anderes Schiff. Jetzt hat er mir eins weggenommen, das macht aber nichts. Ah, das ist jetzt... unverwundbar. So, aber nicht mehr lange. So, weg damit. So. Jetzt kann ich Bastroiden auf das hier drauf kriegen. Dann greifen die an. Die Bastroiden nützen da jetzt nichts. Hier wollen wir. Dann tanken wir. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich noch ein drittes Mal dran komme. Ist ja wieder unverwundbar eine Runde, aber das nützt ihm gar nichts. Ach,
das ist Biggs, der sich da unsichtbar gemacht hat. Erst eine Ladung Bastriden drauf. Jetzt kommt doch ein Schiff rein. Das ist Hans Millennium Falke. Der ist jetzt unverwundbar. Das macht nichts. Zack, zack. Zack, zack. Das müssen wir jetzt erstmal nur ein bisschen. Ja, Hans Millennium Falke. Jetzt zerstört der mir mein Schiff. Jetzt zerstört er mir mein Schiff viel zu früh für meinen Geschmack. So. Jetzt habe ich natürlich kein überlebendes Schiff der hellen Seite. So, jetzt kriegst du jetzt eine Ladung Bastruiden nochmal drauf. So, das Schiff ist raus. Ja, der wird es nicht. Das muss ich erst wegnehmen. So, jetzt kriegst du Bastruiden rein. Und jetzt haben wir ein drittes Mal Tanky machen. So. Jetzt ist er unverwundbar. Jetzt greift er an. Jetzt ist er verwundbar. So. Komm, Ladung Bastruiden. Sehr gut. Okay, geschafft habe ich das jetzt schon mal. Kampf abschließen. Dreimal provozieren und perfekt. Besser kann man es doch nicht abschließen. Besser kann man es doch nicht abschließen. Alles auf einen Schlag. Trotzdem gilt das. Das ist geil. Das ist richtig cool. So, jetzt habe ich hier nochmal 5 Splitter. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Deswegen habe ich das ja gemacht, weil ich ja diese 5 Splitter haben wollte. Wunderbar. Perfekt. Also wirklich easy. Wirklich easy. Also das war jetzt wirklich nicht schwer. Bin zufrieden, bin sehr zufrieden. Okay, gut, können wir weitermachen. Also nebenbei noch ein paar Omikrons abgegriffen. Ah ja, stimmt, das Video mit den Omikrons. Viel zu tun, wenig Zeit. So, dann müssen wir natürlich das hier machen. Also müssen nicht, ich mach's einfach. Weil ich ja kurz davor bin, dass ich die Galaktische Republik Schiff, die... Ich habe mich am ursprünglich... hier, das zeige ich euch auch gleich. Zack, zack, runter, runter. Hier. Für die Unterhändler brauche ich noch 7 Splitter. 7. Jetzt gehen wir mal in die Käufe. Da kann ich gleich mal ein bisschen was mitnehmen. Da kann man ein bisschen was abgreifen. Kohle habe ich ja aktuell mehr als genug. So, meine Freunde. Dann nehmen wir. Machen wir gleich mal mein übliches Geschäft. Das spielt keine Rolle, was ich da nehme. Dann Gildenaktivitäten. Da können wir das mitnehmen, dass wir wieder über 50 sind. Das nehmen wir auf jeden Fall auch. Die brauchen wir mehr als genug. Das nehmen wir mit. Die sind wichtig. So. Dann nehmen wir von den Schiffen. Also, den Tai. Schauen wir hier unten. Jin Erso nehmen wir mit. Imogundi, obwohl der vollkommen interessant ist. Junger Han Solo und die Gamorianische Wache. Also, heute haben wir wieder gut zugeschlagen. Das nehmen wir auch mit. Wir haben genug von diesen Teilen. Von den Tokens, es heißen ja Token, man muss sich ja den richtigen Namen beflissen, das gehört ja mit dazu. Galaktische Krieg, das dauert alles so lange. Also sie sollten hier auch noch Materialien mit einfügen, dass man die dann auch noch kaufen kann. So. Also, dann brauchen wir das hier. Rex Ark 170. Ansonsten haben wir hier nichts. So, und jetzt kommen wir dahin, wo ich hinkommen will. Also, ich habe jetzt hier aktuell 1430. Ich kann jetzt, das heißt, am Ende dieses TBs
werde ich genug Splitter haben für die Unterhändler, weil wir werden vermutlich wieder so zwischen 30 und 40 Sterne haben und dann kommen so am Ende so zwischen 4 und 5.000 für die Unterhändler. Das heißt, ich werde sie nächste Woche freischalten können. Hier nehmen wir nur das, wenn ich sowas wie, ja, die Dinger, die kann ich auf jeden Fall auch nehmen, die sind gut zum, ja, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Die nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe 249, die Teile auch nicht. So, also, dann Kyrotex, ganz wichtig. Dann sind wir wieder bei 50. Die vier Teile nehmen wir auch mit. Die Teile sind wichtig und die Teile sind wichtig. Dann Splitter Store. Kriegen wir wieder 3000 dazu. Also nehmen wir das mit. Dann haben wir wieder 30. Das nehmen wir ganz, ganz, ganz wichtig mit. Aber unglücklicherweise keine. Diese Dinger da. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und das mit den Datacons habe ich schon geredet. Und zwar sind das ja die Sensor Matrix. Jetzt ist der Name. Hier, die Teile hier. Hier, die Sensor Matrix von Carbanti. Das einzige, wo ich sie bekommen könnte, ist dort. Ansonsten. Hier kann ich nochmal was machen. Dass ich die da mitnehme. Dann passt das. So. Also, Schiffe sind wir jetzt durch. Da gibt es jetzt nichts mehr. Die könnte ich jetzt noch aktivieren. Ja, obwohl, das Schiff kann ich doch aktivieren. Da haben wir doch 330 Splitter. Warum mache ich das denn? Shit, ich wollte warten auf euch. Den umbarianischen Sternjäger. So, den tun wir als erstes. Level 85. Ich habe genug Geld, da ist es nicht schlimm. 10 Millionen gehen ja nächste Woche drauf. Wenn ich die Unterhändler freischalte. So, dann tun wir die Fähigkeiten so gut wie maxen. Bis auf die letzte Stufe. Die letzte Stufe habe ich gesagt. Ich habe nichts anderes gesagt. Genau. Da geht es bis zur vorletzten Stufe. Das wird nicht abgegradet. Hier haben wir 123. Das werden wir auf jeden Fall mit reinfügen. Dann haben wir ihn auch, weil ich den auch noch verbessern will. Cassians U-Flügler kann ich nicht, weil fehlt mir die Jyn Erso. Obwohl, ich könnte sie freischalten, machen wir aber erstmal nicht, weil es mir jetzt sowieso momentan nichts bringt, weil mir das dementsprechende Schiff fehlt. Dann, die können wir, obwohl, wenn ich nächste Woche die Unterhändler freischalte, dann behalte ich die Tokens noch und dann werde ich erst die Home One ausbauen. Erst die Unterhändler, dann die Home One und die Endurance. Und da muss ich auch die Teile für die Finalizer. So, wie schaut es jetzt hier aus? Also, wir haben ja jetzt letzte Woche Watt Tambor auf, da haben wir jetzt Kyrotex. Da können wir jetzt Watt Tambor auf Stufe 11 bringen. So, ganz wichtig, weil ich ihn natürlich dann auch noch brauche, weil er ja sehr, sehr gut hilft. Dann Borsk kriegt die nächste Reliktstufe. Haben wir auch letzte Woche ja gesagt, ich will ihn auf Relikte 5 haben. So, genau. Jetzt nicht so sehr zwecks der. So, von den Werten her ist er in Ordnung.
Den kann, das kann man so lassen. Favoritenstatus für Lieder. Borsk ist abgeschlossen. Erstmal nicht so sehr zwecks der Executor, sondern generell. Generell will ich ihn auf Relikte 5 haben. So, ach ja, eine Sache noch. Ihr seht hier das hier. Ich sehe das im normalen Grün, so wie es jeder andere sieht. Ihr seht es durch die Farbe, dass sich das ein bisschen anders darstellt. Hier, das hier. Ich schaue jetzt gerade auch in den zweiten Bildschirm. Ich sehe das schon noch im Normalzustand, ihr nicht. Das Problem ist, dass der Filter, den ich da drauf habe, würde ich den rausmachen, würdet ihr generell eine schwächere Farbe haben. Das kommt von der Capture Card. Vielleicht wird es bei dem neuen OBS Update, was jetzt rausgekommen ist, aber ich will noch ein bisschen warten, bis die Bugfixes bei OBS Studio abgeschlossen sind. Es ist zwar jetzt die Version 28.1 schon draußen, aber ich will noch ein bisschen warten, bevor ich das zweite mache und dann überlege ich es mir. Also deswegen wundert euch da nicht. Ich werde, vermutlich wird es eines der nächsten Male werden, dass es dann gemacht wird. So. Ja, und damit haben wir eigentlich meine Arbeit für dieses Mal fast schon abgeschlossen. So, jetzt schauen wir mal. Also da habe ich jetzt 214. Hier haben wir 132. Da brauchen wir... Ah ja, genau. Da brauchen wir ja auch die hier. Jetzt, aber bevor wir das machen, vielleicht kriege ich Malek jetzt doch auf Relikte. Schauen wir mal. Ich tue ihm das verpassen. Schauen wir mal. So, das kriegt jetzt erstmal alles komplett. Leute, ich krieg Malek auf Relikte. Ja! Ey, ey, die 25 Kristalle, die 25, das ist mir jetzt wurscht. Die 600 Kristalle, die 600. 10, 10, nee, 700, Entschuldigung, 700. Die 700 Kristalle sind mir jetzt egal. Ich will Malek auf Relikte haben. Malek auf Relikte. So, Relikte 2 machen wir auch noch. Da kaufen wir uns dann auch nochmal das hier. Genau. Und dann können wir ihn... Moment. Sehe ich das richtig? Nee. So, jetzt schauen wir mal. Habe ich die Sachen mir auch noch kaufe? Nicht kaufen, sondern umwandle? Nein, ich habe gar nicht mehr genug Material da. So, gehen wir von den Werten her. Nee, von den Werten her. Wie es da ausschaut. Ja, da ist eigentlich nicht genug da. So. Das Teil hier ist eigentlich, das kriegst du überall her. Diese Teile kriegst du überall her und die sind billig zu farmen. Drei weitere. Sechs weitere. 13 weitere, sehr gut. Okay, das war's. Dann haben wir 300, dann können wir auf 50. Dann gehen wir, dass wir 100 haben. Dann gehen wir wieder auf die Menge. Dann haben wir jetzt wieder 258. Dann die Verkabelung. Da können wir auch von denen ein paar abgreifen. Da nicht viele von diesen. So. Menge, also Wert.
hier. Da können wir... Habe ich mehr als genug? Da gehen wir auf 40 runter. Dann tun wir jetzt noch ein paar herstellen. Noch 10. 5. Ah komm, machen wir 7. Dann machen wir da auf, gehen wir da auf 50 hoch. So, Hammer. Da haben wir 333. Ist eine gute, schnucke Zahl. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Transistoren. Dann landet es wieder eine ganze, ganze Weile. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und Relikt 3 kann ich dann Malek hochziehen. So, Relikte 4 wird jetzt heute nicht mehr klappen. Selbst wenn ich jetzt da 300 Kristalle noch ausgebe, wird es nichts mehr bringen. Aber wir haben ihn auf Relikte. Ganz wichtig. So, jetzt von den Werten her. Da ist er mir ein bisschen zu schwach. So, jetzt schauen wir mal, gehen wir mal in die Mords rein. Was haben wir denn da? Tempo 11, Gesundheit, Schutz. Hier Tempo, was? Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch was verbessern können. Gesundheit, Angriff, das ist keine gute Idee. Dann so, dann schauen wir mal, was wir hier... Wir brauchen das und... Da mal 3. Wenn ich da jetzt noch Tempo mit drauf knallen kann. Nein, nur Schutz. Nein, ebenso nichts. Und hier schauen wir mal auch mal drauf. Da hätten wir sogar Tempo. Aber nur Schutz 1,72. Tempo 4 dazu. Komm, einmal Tempo noch. Nein, Schutz. Schwierige. So, jetzt schauen wir mal hier. Da brauchen wir das, das. Schauen wir, was wir hier haben. Aber wir haben hier unten keinen zusätzlichen Schutz. Schauen wir mal, was er da sagt. Wenn ich jetzt hier auf 12 hochruppe. Na, nix. Da hat er nur Tempo. An sich kein schlechter Wert. Aber ich brauche halt in diesem Fall noch den zweiten Sekundärwert. Da hat er auch Tempo. Tempo 4, wie gesagt, ist kein schlechter Wert. Da kann man auf jeden Fall was drauf, kann man es probieren. Aber ist ja nicht das, was ich gerade suche. Ja, da fehlt halt auch noch Gesundheit oder Schutz als Wert. Da haben wir Tempo. Das ist jetzt auch nicht das, was ich wollte. Ich brauche halt beide Werte. Das wiederum könnte interessant werden. Tempo 5. Ja, das lassen wir auf jeden Fall. Dann slicen wir mal hoch. Tempo 12. Wird der jetzt hat einmal Schutz bräuchten. Aber er hat Gesundheit, Schutz, Tempo. Können wir auf jeden Fall nehmen. So, dann tun wir den auf jeden Fall hochziehen. Den slicen wir auf. Dann haben wir auf jeden Fall einen schon mal eine Mod schon mal fertig. Dann brauchen wir das hier. Ah, das geht ja. Da kann ich im Primärwert ja gar nicht arbeiten. Damit jetzt schon mal. Tempo, Gesundheit. Da hat er sowieso auch nichts. Dann können wir ihm das verpassen. 262, bisschen weniger Gesundheit. Aber das können wir auf jeden Fall hochkriegen, dann haben wir auf jeden Fall eine höhere Stufe. Dann brauchen wir hier das, das mit Schutz oder Gesundheit. So,
Wenn ich jetzt auf dem Pfeil noch zusätzlich Tempo bekomme. An sich gar nicht mal schlecht. Nein, kein. Jetzt gehen wir mal in nicht zugewiesene. Was haben wir denn hier? Oh, das könnte interessant. Nein, das könnte nicht interessant werden. Der hat Schutz. Genau. So, jetzt fehlt halt jetzt noch das hier. Dann brauchen wir so als erstes mal das hier. So, jetzt schauen wir mal schnell. Das könnte doch was werden. Okay, dann slicen wir mal. Angriff, hier ist jetzt nicht so prickelnd. Jetzt komm, einmal Schutz, gib's mir. Passt. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Tempo weniger, aber dafür massiv Schutz dazu. So, hier muss ich auf jeden Fall eine andere Mod noch rein. Und hier schauen wir mal, ob wir da was Vernünftiges kriegen. Da haben wir Tempo, Gesundheit. Das ist natürlich eine Top-Mod für, aber da haben wir Tempo 11 weniger. Und bei Malek ist halt nun mal auch wichtig, dass er ein vernünftiges Tempo bekommt. Mit Datacons ist es natürlich alles Tinef. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht die ganzen alle da durchgehen. Das geht die Möglichkeit des. Wenn ich da gesund, wenn ich da noch einen zusätzlichen Wert mit dazu bekomme, dann mache ich das. So, und jetzt lass mich hier. Ja, kein Tempo. Ich muss natürlich jetzt hier bei solchen zwei dazu bekommen. Einen habe ich bekommen. Da brauche ich jetzt wieder einen Wert, nämlich Tempo. Ah, das könnte jetzt kann man. So, jetzt schauen wir mal. Top. Und jetzt lassen wir einmal Schutz nach oben gehen. Bin auch einverstanden damit. So. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Mod, die ich austauschen muss. Ist die hier. Aber ansonsten ist Malek dann erstmal abgeschlossen. Von den Werten her ist er jetzt deutlich besser. 200.000 und 247 Tempo. Bisschen Tempo braucht er noch dazu. Aber das ist dann schon in Ordnung. Ne, da bin ich zufrieden. Den Malek kann man so lassen. So, jetzt gehen wir zurück auf die Kopfgeldjäger. Warte mal. Wir haben doch. Moment mal. Ah, da brauche ich jetzt natürlich jetzt wieder mehrere von diesen Teilen hier. So, dann habe ich auf jeden Fall die vier Teile, hat er jetzt schon mal. Und dann kann ich in Ruhe die restlichen Teile erfarmen. Wie das hier. So.
Nochmal. Gut. So, die Teile haben wir jetzt schon wieder 50 Stück. Jetzt fehlen dann halt nur noch die Kyrotex. Und die hier. Und dann natürlich diese drei Teile. Das hier, da fehlt jetzt alles. Aber das macht nichts, das ist in Ordnung. Wie gesagt, nachdem ich ja sowieso noch ein bisschen brauche, bis ich Supreme Leader Kylo Ren fertig habe, spielt das keine Rolle. Dann kann ich nebenbei auch mal ein bisschen die Kopfgeldjäger auch ein bisschen umbringen, die ich ja natürlich dann auch noch benötige. Hier, weil hier brauche ich sowieso noch 12. Da brauche ich sowieso auch noch die Teile hier. Also von dem her ist das schon in Ordnung. Das passt schon. Aber ich habe ja auch dann den hier. Da habe ich 6 Teile. Ah, ich wollte ja ursprünglich das hier, egal, jetzt nehmen wir nochmal 260 Kristalle für das hier ausgeben. Dann kann ich ihn nämlich auch auf Stufe 10. Das kriegt er. Das kann ich ihm auch verpassen. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Da brauchen wir dann hier die 38. Und das hier ist auch in Ordnung. Da brauche ich jetzt nur noch die 12. Kann ich die noch zusätzlich irgendwo kaufen? Nein. Das würde mich jetzt halt ein bisschen zu... Das müssen wir erfarmen. Dann kriegt der... beide Setas. Dann ist er relativ weiter, Jango Fett. Und Stufe 11 will ich ihn auf jeden Fall noch haben. Dann haben wir ihn. Dann sind die Kopfgeldjäger langsam so weit, wie ich sie haben will. Cat Bane noch auf Stufe 12. Das wäre nicht verkehrt. Dengar sollte vielleicht noch eine Stufe nach oben. Aber habe ich das bis nächste Woche hinkriegt? 200 Teile von denen. Das wage ich zu bezweifeln. Und natürlich Jango Fett auch auf Stufe 11. Und dann haben wir die Kopfgeldjäger. Sollten dann soweit sein, dass mein guter alter Chewbacca hierher ins Team kommt. Wenn es dann soweit ist, dann kann ich anschließend... den kann ich auch auf vielleicht auf Stufe 8 hochbringen. Geht sogar auch noch. Stufe 10 geht. Und was braucht er dann? Das ist doch jetzt nicht der Ernst, oder? Von nichts auf 11. Okay. Dann ist ja natürlich auch noch eine... gute Idee, dass ich den auch einsetzen kann. Da muss ich natürlich auch noch die Mods einsetzen bei ihm. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, aber ich sag, das ist eine gute Investition, weil das auch ein sehr, sehr gutes Set ist. Während IG-88 aktiv ist, können Ziele fast die Gegner keinen Schutz und keine Gesundheit regieren. Sehr, sehr gut. Jetzt fehlen nur noch Mods, sein Schiff. Kann ich dann auch. Nein, das kriegt er nicht. Kann ich dann auch auf die höchste Stufe bringen. Leute, das ist mehr, als ich erwartet habe. Also die Kopfgeldjäger werden in ein oder zwei Wochen soweit sein, dass ich auf jeden Fall Chewbacca freischalten. Also freischalten auf jeden Fall. Das wird aber auf 7 Sterne. Da werden wir schauen, dass wir das auch noch hinkriegen. So, jetzt werfen wir noch einmal einen Blick in die gesamte Liste.
ob sich was mit 7-Sterne-Charakteren getan hat, weil die will ich natürlich immer alle freigeschaltet haben. Also auf 7 Sterne freigeschaltet will ich natürlich sagen. Aber meines Wissens nach hat sich da im Laufe der Woche nichts getan. Nö, passt. Gut, Leute. Fertig. Das war's. Verdammt viel, also mehr als ich ursprünglich gedacht habe. Da haben wir heute, das ist eine ganze Menge, Cad Bane, Stufe 10 auf 11. Von 9 auf 11. Dengar hatte Zeta bekommen. Der Umbarianische Sternjäger habe ich auf 7 Sterne. Watambor auf Stufe 11. Malek auf 13. Kyle Katarn auf... das bin ich nicht, Entschuldigung. Das lese ich falsch. Ja. Jango Fett auf 10. Und hat natürlich dann auch 2 Zetas bekommen. Und zum Schluss IG-11 von Stufe 1 auf Stufe 11. Mit einem dementsprechenden Zeta. Tja, Leute. Das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Nächste Woche machen wir weiter bei der ganzen Geschichte. Ich freue mich schon drauf. Und wenn alles glatt geht, werde ich dann auch ab nächste Woche wieder ganz normal streamen. Am Abend. Mit meinem Twitch-Account. Also Leute, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Und allen schönen Tag, macht's gut, tschüss, servus. Möge die Macht mit euch sein. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Oder jetzt kann ich es auch wieder sagen, in einem Stream.